Und damit herzlich willkommen zum Finale der Geißelkampagne Vermächtnis der Verdammten. Und ja, ich habe eine Weile überlegt, ob wir es jetzt auf normal oder schwer machen, weil die letzte Mission von Reign of Chaos, die letzte Story-Mission, haben wir ja auch auf schwer gespielt. Und hier soll es auch wieder eine Bonussequenz geben wegen schwer. Aber ganz ehrlich, ich kenne die Mission und die wird uns schon auf normal mehr als schwer genug werden. Ich würde mal sagen, wir machen sie einfach auf normal. Und für die Leute, die das Bonusvideo interessiert, ich nehme mal an, das wird es bestimmt auf YouTube geben. Und ansonsten habt ihr einen Anreiz, es selbst herauszufinden. Sagen wir es mal so. Also, ich habe es jetzt lange nicht gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt so ultra schwer ist, aber ich habe es sehr böse in Erinnerung und das schon auf normal. Von daher gehe ich das Ganze vorsichtig an. Also, eine Symphonie aus Frost und Flamme. Kurze Zeit später bereiten König Arthas und Anubarak in der Festung der Geißel ihre endgültigen Pläne zur Verteidigung des Thronraumes des Lichtkönigs vor. Die Zeit läuft uns davon, Anubarak. Wir müssen vor Illidan in den Thronraum gelangen. Der Thronraum liegt in dem Eisgipfel in der Mitte des Tals. Man kann ihn nur öffnen, wenn man die vier verzauberten Obelisken aktiviert, die ihn umgeben. Illidans Streitmacht hat bei zweien davon bereits Schützengräben ausgehoben. Wir müssen sie zurücktreiben und die Obelisken selbst reaktivieren. Verzeiht, dass wir eure Meditation stören, Meister, aber unsere Truppen sind alle vor Ort. Sobald die Kammer offen ist, werden wir den Frostthron wie versprochen zerstören. Dann ist die Zeit endlich gekommen. Nach dem heutigen Tag wird die Geißel ihr Ende finden. Könnt ihr mich da draußen hören, Arthas? Es ist das Ende. Illidan hat die Geißel lange genug verspottet. Es wird Zeit, dass wir ihn wieder Todesangst lehren. Und los geht's. Und ja, wir sehen von wegen Obelisken. Die Mission ist auf eine gewisse Weise sehr ekelhaft. Zum anderen, ah, das ist Stufe 2. Es tut weh. Wir haben bis jetzt unentdeckte Quests. Wir werden schon noch sehen, was wir hier machen müssen. Und im Übrigen, wir haben jetzt Bonusgold zum Start. Nehme ich mal an. Als Dank für... Ja, als Dank, als Belohnung für die optionalen Quests damals. Und ja, wie gesagt, ganz ehrlich, ich hätte noch nicht mal so groß Probleme damit, das Spiel auf schwer zu spielen. Also, wenn jetzt einfach nur die Gegnerwellen stärker werden oder die KI besser. Aber das Einzige, das habe ich damals schon in Reign of Chaos gesagt, was mich beim schweren Schwierigkeitsgrad in Warcraft stört, ist einfach, dass die Einheitenwerte verfälscht werden, anders als sie sein sollten. Wir haben mit unseren Truppen einfach weniger Lebenspunkte. Und die Gegner, glaube ich, sogar mehr. Und auch vielleicht ist es andersrum. Und da ich beides nicht mag, sondern die ganz normalen Standardwerte bevorzug, spiele ich eben auf normal. Ganz ehrlich, bei dem Massenansturm der brennenden Legion bei der letzten Mission in Reign of Chaos, bei diesem ganzen Verteidigen ist es nicht so schlimm gewesen, da ist es nicht so aufgefallen, aber die Mission ist richtig, von daher, ich hoffe, ihr versteht, dass normal in Ordnung geht. Okay, die vier Obelisken erobern, Illidan davon abhalten, alle vier Obelisken zu erobern. Ja, ein Wettrennen. Arthas und Illidan. Entschuldigung, Illidan und Arthas. Der Schlüssel zu Ner'zhuls Grab besteht darin, die Kontrolle über die vier alten Obelisken zu erlangen, die den Eiskrone-Gletscher umgeben. Illidans Streitkräfte kämpfen bereits um diese Kontrolle. Vernichten Sie die Streitkräfte, die die Obelisken bewachen, und bringen Sie Arthas zu den nahegelegenen Obeliskenkreisen, um sie zu erobern. Okay, ich muss hinzufügen, dass das letzte Mal, als ich... Ich denke mal, den meisten fällt's auf. Das letzte Mal ist schon lang her, als ich es durchgespielt habe. Dürfte mittlerweile 5-6 Jahre sein. Von daher, vieles ist einfach nur in leichten Erinnerungsfetzen, aber die Mission habe ich halt böse in Erinnerung. Von daher müssen wir sehr überlegt vorgehen, auch für meine Verhältnisse. Okay, Helden, runter. Du wirst mal auf automatisch Aaskäfer machen gestellt. So, ihr kommt runter, wir greifen an. Fleischwegen.
Auf geht's. Fleischwagen, Flieg und Sieg. Oh, oh, oh. Sirene auf den Fleischwegen. Vorsicht. Und hier ist unsere... Ja, hier bauen wir unsere erste Basis. Aber Arthas für Stufe 2. 1350 Lebenspunkte. Es ist einfach krass. Jetzt Frostmourne. 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 Donnerblitz. Okay. Basis gehört uns. Wo sind die Akolyten? Ach, da haben wir schon welche. Opferschädel, Opferschädel. Erzeugt am Ort eine Verseuchung. Praktisch eigentlich. Aber brauchen wir nicht zwingend. Aber wir brauchen erstmal zwingend. Obwohl, auf diese Weise können wir... Komm, Anubarak. Hol mal. Hol. Braver Anubarak. Feiner Anubarak. Ja, ist zweifellos ein Braver. Die Opferschädel besitzen, Verseuchung zu erzeugen. Jo, machen wir mal hier eine hin. Und machen wir da eine hin. Dann sammelst du wieder ein. Dann sammelst du von mir das Pervers ein. Das ist mir auch egal. Zack. Friedhof da hinten. Ich könnte auch wieder mal... Nicht in eurem Element, alter König. Ihr hättet unter der Erde bleiben sollen. Für Ner'zhul. Ich bin nicht in meinem Element. Entschuldigung. Was ist denn überhaupt mein Element? Tod ist kein Element. Ich weiß, es ist ein Sprichwort und so. Ich gehorche mit. Machen wir mal hier zwei Türme. Nein, 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 Leute. Leute, Leute, Leute. Hier zwei Türme. Was ist das diesmal? Dann müssen wir schauen. Wir müssen. Törichte Untotenbrut. Dieser Obelisk gehört mir. Illidan, du bist ein Spießer. Wir müssen Illidan davon abhalten, alle vier Obelisken zu erobern. Das sind Eisgeister. Wisst ihr was? Wir warten hier und vorbereiten uns vor. Und dann machen wir, wie es Anubarak so schön sagt, Überfall. Sobald Illidan sich hier mit diesen Frostgeistern beschäftigt, gehen wir her und mischen uns als lachender Dritter ein und natzen beide weg. Solange haben wir noch Zeit. Von mir aus kann er drei Stück halten. Solange wir nur eins halten, gewinnt Illidan nicht. Das größte Problem wird halt, sobald wir zu weiteren Punkten ausrücken, alle zu halten. Das ist gemein. Eins, zwei, drei. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Beschwörung ist abgeschlossen. Ui. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich stelle mir dann immer noch mit so einem Maurer, so mit so einem Helm vor und einer Spachtel in der Hand. Das kommt einfach so cool. Wo soll mein Blut vergossen werden? Habt ihr auch E-Ziggurat? Euer Wille geschehe. So, das war's schon mit unseren Goldvorräten, aber dafür können wir unsere Basis halt schneller aufbauen. Im Übrigen können wir auch mal mehr ins Gold schicken, sobald wir mehr Ziggurat haben. Du kannst auch erstmal runter. Ich wollte schon sagen, hoffentlich hast du dich nicht eingesperrt. Jung. Jung. Und da ist er, Illidan, Stufe 10. Ist es nicht mittel... Illidan hat auf Stufe 10 weniger Lebenspunkte als Arthas. Und auch noch nicht mal so großartig mehr. Das ist der Witz. Illidan ist noch nicht mal so großartig viel stärker als Arthas. Obwohl da 8 Level Unterschied sind. Das ist übel. Nur durch die tollen Items, die wir haben. Aha. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Jo, mehr Akolyten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das wird mal ein Rubenturm. Die anderen werden alle Geistertürme. Machen wir erstmal zwei hier oben. Die anderen lassen wir erstmal, weil... Könnten wir sowieso nicht machen. Gold und so. Du machst bessere Stacheln. Stacheln. Ganz ehrlich, der kriegt ja so schon einen hohen Rüstungsbonus. Eigentlich braucht man mit dem fast den Ring des Schutzes nicht. Vorsicht. Apropos, mal austauschen, Leute. Ringtausch. Was ist das diesmal? Mein Leben. Ich könnte eigentlich, ja, ich glaube, ich könnte hier einfach gleich einen Sammelpunkt setzen. Aber passt schon so. Ein Bauakolyt dürfte reichen. Stimmt, wir haben ja einen Schemen. Der kann doch mal ein bisschen erkunden. Wie wäre es? Die Verdammten stehen bereit. Ach, verdammt. Du wirst abgegradet. Oh. Moment. Zeig nochmal her. War das was Fixes? Nein, war es nicht. Es kommt zu uns.
Ja, shit. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Mach's einen Scheiß in Dreck. Nein, die haben die Balliste mitgebracht. Ihr Schweine. Das war teuer. Hört auf damit. Aufhören. Nein. Ihr Penner. Na, Ballisten sind halt gemein. Dummkopf. Endlich. Schemen, du gehst mal wieder hoch. Meine nee, ich möchte noch keine... ganz ehrlich, guck mal, wie lange Illidan braucht, überhaupt nur das Zweite anzugreifen. Eigentlich können wir uns hier oben ebenfalls eine Basis machen. Aber wenn wir da oben eine Basis haben, brauchen wir eigentlich fast gar keine Verteidigung auf der Seite. Wo soll mein Blut nicht vergossen werden? Okay, dann breiten wir uns einfach noch da oben nochmal aus. Vorsicht. Früher oder später werden wir zum hohen Kostenfaktor kommen. Ich schau mal rein. Hier noch irgendwas? Alles soll offenbart werden. Hello? Wing Wing, hello? Mal sehen. Die Fleischwegen. Euer Befehl, Meister? Teil der Dunkelheit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mörlocks von rechts. Aber hier haben wir ein paar Türme. Niemand erteilt mir Befehle. Hey, hier kommen sie eh nicht lang. Hier ist der einzige Durchgang. Und von da oben. Da unten nicht ist. Ja, das könnte man machen. Ungläubige sind vor unserer Verteidigung getürmt. Was, wir kämpfen gegen Frankreich? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wir brauchen eigentlich mal noch... Obwohl, es reicht eigentlich mit zwei... Machen wir noch einen, der kommt. Du gehst hoch und machst mir meine zweite Basis. Dieser Obelisk ist mein. Verstehe, Illidan. Euer Wille geschehe. Verstehe, du gehst also im Uhrzeigersinn, wie es aussieht. Und er macht sogar noch Türme hin. Du Arschkeks, du. Und Kell und Wasch sind hier bestimmt auch irgendwo. Euer Befehl, Meister. Kann die nicht irgendwas Sinnvolles machen, wie abwaschen oder so? Meister. Vorsicht. Das ist, wenn Arsch richtig abgeht, dann tut er abwaschen. Oh Gott. Endlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal kann ich froh sein, dass es sie nicht real gibt. Das ist schon besser. Ja, das ist wirklich besser. Mein Leben für Ner'zhul. Ja, ich hätte eigentlich wirklich den zweiten Opferschädel für hier verwenden mein können. Schicksal, ich kann jetzt nur hoffen, dass ich hier nicht angegriffen werde in der Zeit. Außer wir bauen ein paar Einheiten zumindest. So ein paar Gruftbestien und vielleicht doch ein paar Ghule. Ja, Ghul. Ja, kommt. Trotzdem eine halbwegs nette Standardeinheit. Wir können ja trotzdem ein paar Upgrades noch machen. Niemand erteilt. Aber wir müssen jetzt hier aufpassen, weil Illidan geht dann hier und ich möchte den unteren für mich beanspruchen. Spruchen. Wir müssen wieder hoch. Forschung abgeschlossen. Das ist schon Beeilung, Freunde. Aber es ist ganz gut, so ein Frühwarnsystem hier zu haben. Okay, wir wissen schon mal, dass die Naga von Osten kommen. Und die Blutelfen von Norden. Ja, da ist ihre Basis. Ihr Penne. Ne, Leute. Ne. Nicht mit Kommande. Ich wünsche nur zu dienen. Okay. Das haut hin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, hier, dann nochmal zwei, das müsste reichen. Die Fleischwegen können wir vielleicht später auch noch irgendwie dazusetzen. Sprecht, Dummkopf. Was die Beschwörung ist abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir ein Skelett dabei. Skelett, geh mal weg. Wo kommt das Skelett eigentlich her? Hä? Vorsicht. What the fuck, wer macht denn hier ein Skelett? Forschung abgeschlossen. Warum bist du da? Geringer Dunkler, die... Ach, die Dunkelheitskugel! Verstehe. Okay. Ich bin ja am Überlegen, ob ich die Basis hier stürme. Das mache ich, nachdem ich diesen einen Punkt hier halte. Ich mache es mal doch systematisch. Das heißt, ich nehme... Ich beuge mich eurem Willen. Ja, jetzt kommen natürlich kaum Kosten. Jetzt kriegen wir sowieso weniger rein. Aber so halten wir die Punkte ein bisschen effektiver. Okay, ihr kommt mal rüber. Wir müssen Illidan abhalten, diesen Punkt da zu nehmen. Ich finde es sowieso krass, wie effektiv der einfach die Wächter hier wegmacht. Aber warum uns selbst abplagen mit den Wächtern, wenn wir auch Illidan das für uns machen lassen können? Nicht wahr? Ja, Meister. Sag ich doch.
Da, hier können wir auch einen kleinen Vorposten. Friedhof wird sich hier nicht. Ja, doch, ein Friedhof. Friedhof lohnt sich so oder so meistens immer, allein schon um Leichen entstehen zu lassen. Dann machen wir hier mal, machen wir hier einfach die anderen Gebäude hin. Tempel der Verdammten und das Schlachthaus. Eine paar rosa Schläuchchen. Meine Wächter, ihr geht mal alle da hoch. Ihr verteidigt mal hier. Die Fleischwilken können wir eigentlich auch gut defensiv einsetzen. Sobald sich Illidan bewegt, wissen wir, dass er sich bewegt. Oh, ah, das hat ein Level. Ah, das ist wieder hochgelevelt. Er ist jetzt Stufe 3. Boah, geil. Ah, das levelt wieder. Was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt verkehrt? Hallo? Das ist Wahnsinn. Guck, guck. Das ist einfach cool. Wo ist der Flutwächter? Wo ist der Flutwächter? Da ist der Flutwächter. Ja. Die Verdammten stehen bereit. Wir haben hier sogar noch einen Arskäfer, der kann damit. Wir brauchen alles, was wir haben. So, und dann will ich hier oben gleich ein paar Türme haben. Am besten ja auf, eigentlich gleich auf breiter Linie. Weil die kommen ja sowohl von da rechts als auch von da oben. Von daher kann ich eigentlich auch gleich auf breiter Linie verteidigen. Das heißt, wir machen jetzt die Ziggurats hin. Da und da. Ihr und der Lichtkönig habt mich einmal übertölpelt. Aber nun habe ich die Oberhand. Illidan, hör auf, gegen das System zu spielen. Warum gehst du jetzt auf einmal da lang? Von mir aus holt ihr auch den Punkt, das ist mir egal. Ob jetzt Eisgeister oder das ist mir die paar Türme als Verteidigung lieber und die Myrmidonen. Was heißt da, du wurdest einmal übertölpelt? Du, das kam dir sogar zugute. Du hast den Schädel des Gul'dan genommen. Du hast Macht gekriegt. Das ist doch das, was du immer wolltest. Was heißt da übertölpelt? Das war eigentlich eine Win-Win-Situation, der Deal damals. Mit dem Schädel des Gul'dan. Illidan hat Macht gekommen, der Wald wird wieder genesen. Die brennende Legion wurde da zurückgeschlagen an der Stelle und der Lichtkönig konnte sich von Tichondrius befreien. Also an sich war das einfach ein Win für alle. Übertölpelt würde ich das nicht nennen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Aber Illidan ist einfach kein Geschäftsmann. Er weiß es aber nicht. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Nur zu dem, so, ihr kommt alle hier ran. Dann machen wir mal Irgold Geistertürme. Das ist nicht verkehrt, uns hier ein bisschen einzuigeln, für den Fall, dass hier was kommt. Dann noch ein paar Einheiten dazu. Alle werden glücklich. Oh, wir haben echt 100. Irgendwie ist es mit 100 Nahrung ein bisschen surreal. Ist das normal? Ich habe zu lange das normale Warcraft... Meistens habe ich Warcraft 3 das normale über Online gespielt. Von daher habe ich irgendwie die 90 noch so im Hinterkopf. Aber ich glaube, das ist ja echt auf 100 angehoben worden, oder? Oder ist das gescriptet? Da bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher. Machen wir das mal, dass das Hauptgebäude ein bisschen wehrhafter ist. Und dann gucken wir mal, dass wir uns endlich mal um die guten Einheiten kümmern. Ausbau abgeschlossen. Ah, da ist die Naga-Basis. Naga. Sind bestimmt Blutelfen, oder? Ich habe diesen Obelisken reaktiviert. Der Frostthron ist so gut wie unser. Nee, du brauchst erst 3. Nee. Da geht's zum Frostthron, oder? Wird es der Frostthron sein? Nee, oder? Es ist halt... Hä? Hier ist ein Durchgang, doch Frostthron. Das soll der Frostthron sein. Das Ding ist eigentlich viel epischer. Ihr seht, der Frostthron ist ja auch im Hintergrundbild, im Hauptmenü abgebildet. Er ist eigentlich viel epischer als dieses komische Ding hier. Vor allem sehe ich den Lichtkönig nicht. Wo soll denn der sein? Hallo? Ist jemand zu Hause? Wahrscheinlich ist es einfach nur der Durchgang und irgendwo... Die Beschwörung ist abgeschlossen. Egal. Was muss offenbart werden? Gucken wir uns die Karte noch ein wenig weiter an. Dann machen wir noch weiter Upgrades. Geschehen ist geschehen. Ich gucke, mal da bleiben. Oh, da haben wir noch eine Naga-Basis. Ah, wir haben einmal Naga, dann Illidan Streitkräfte. Alles soll offenbart werden. Schon ziemlich böse, oder? Ich gehe doch da. Ah, warte, Illidan, das nächste Mal, wenn du hier angreifst, dann... When you will not have good cherry eating with me. Wir verlangen weiteres Holz.